Petersilienwurzelsuppe mit Granatapfelkernen. Erstens, für die Suppe die Schalotten in feine Würfel schneiden. Petersilienwurzeln schälen und quer in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Zweitens, Butter in einem Topf erhitzen und die Schalotten darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Dann die Petersilienwurzeln zugeben und weitere 2 Minuten dünsten. Mit Weißwein ablöschen. Mit Fond auffüllen, etwas salzen und pfeffern und zugedeckt bei mittlerer Hitze in 15 bis 20 Minuten gar kochen. Drittens, inzwischen Mandelblättchen in eine Pfanne ohne Fett hellbraun rösten. Dann auf einen Teller geben und beiseite stellen. Granatapfel halbieren und die Kerne herauslösen. Abgedeckt beiseite stellen. Petersilienblätter abzupfen und grob schneiden. Viertens, Sahne zu den fertig gegarten Petersilienwurzeln gießen und in einen Küchenmixer füllen. Petersilie dazugeben, sehr fein mixen, bis die Suppe eine kräftig hellgrüne Farbe hat. Suppe zurück in den Topf gießen, nochmals kurz aufkochen und mit Salz, Pfeffer, etwas Muskatsenf und Zitronensaft abschmecken. Fünftens, die Suppe in vorgewärmte tiefe Teller geben und mit jeweils Edelgranatapfelkernen und einigen Mandeln bestreuen. Sofort mit den restlichen Mandeln und Granatapfelkernen servieren. Pro Portion 5 Gramm E, 27 Gramm F, 12 Gramm Ka gleich 327 Kilokalorien, Klammer auf 1369 Kilojoule, Klammer zu.